Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Steigerwald-Embrenner. Ich bin der Dirk und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Ich habe Ringschluss von der Hauptstrecke und das hat jetzt einige Zeit gedauert. Der Ringschluss ist schon, ja, ich glaube, den habe ich jetzt schon seit 3 Wochen, aber jetzt kommt's: Testen, 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 testen. Ja, seht selber gleich. Ich stelle euch zunächst einmal kurz den Bauabschnitt vor und dann lasse ich euch einmal alleine mit ein paar Zugfahrten, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, ja, von den fahrenden Zügen, Güterzügen, ICEs, alles Mögliche. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich melde mich dann am Schluss nochmal. Bis dann. Ja, dann nehme ich euch einmal mit, wie der Stand der Dinge ist, Baufortschritt. Ihr seht selber hier, die Drehscheibe ist soweit eingebaut. Allerdings die Bühne habe ich jetzt ausgebaut aufgrund, ja, ist doch ein bisschen empfindlich und wenn man baut, haben wir gedacht, dann nimmst du mal raus. Ja, hier waren wir stehen geblieben. Es war ja, sagen wir jetzt hier, gehen wir nochmal zurück auf den Hauptbahnhofsbereich. Ein bisschen was steht jetzt hier drin. Ja, wie gesagt, der Hauptbahnhofbereich ist in dem Sinn jetzt so weit fortgeschritten, dass ja, die Gleise sind gealtert. Ihr seht selber, die Signale sind so weit eingebaut und in Betrieb. Ich sage mal zu 90%. Funktionieren sie auch schon richtig. Hier hinten Betriebswerk, das ist so eine Stellprobe. Ja, die Bühne hier, die Grube, nicht die Bühne. Hier hinten kommt dann Lokschuppen noch hin. Ja, wie gesagt, Ausfahrt, Bahnhof links. Dann geht es hier rum. Da hinten wird es in den kurzen Tunnel reingehen, hinterm Ringlokschuppen. Das ist dann hier die Paradestrecke. Die Paradestrecke entlang. Da steht dann hier noch der Scheinwerfer. Geht dann hier drüber, über den rechten Bahnhofsbereich. Hier sieht man die Stahlkonstruktion. Die Brücke, die habe ich von der, das ist eine Hackbrücke, habe ich quasi so auch fertig gekauft. Geht dann hier rum, die Strecke oberhalb der rechten Gleiswendel, um dann später hier in den Tunnel reinzugehen und dann auf die bestehende Strecke, das war die Rampe. Ja, auch im rechten Bahnhofsbereich sieht man, die Signale sind bereits angeschlossen und in Betrieb. Die Schienen sind gealtert. Soweit der aktuelle Stand. Der Ringlokschuppen hier. Ich werde wahrscheinlich auf den Einbau von Servos zum Öffnen der Tore verzichten, sondern nehme die existierende Mechanik. Es sind überall jetzt LED-Leuchten eingebaut. Ich habe dann teilweise hier außen, sieht man Außenscheinwerfer, Laternen, die sind dann auch beleuchtet. Gibt es aber dann vielleicht auch ein separates Video dazu. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich euch ein bisschen alleine noch mit ein paar fahrenden Zügen. Bis dann.
So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt habt ihr gesehen ein bisschen, wie weit ich gekommen bin, der Baufortschritt. Ich sagte, ich habe jetzt annähernd 3 Wochen getestet. In dem Zusammenhang, wenn ihr, ja, wenn Interesse besteht, dass ich ein bisschen was über einen Traincontroller erzähle, wie ich meine Zugfahrten organisiere, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten, die Zugfahrten an sich gefallen mir schon ganz gut. Ich denke, ich habe so ja, vielleicht 80% des Ablaufes soweit auch im Traincontroller jetzt programmiert. Es fehlen noch ein paar Signalfeineinstellungen, es fehlen dann noch ein paar Anpassungen in den Zugfahrten. Aber im Grunde genommen gefällt es mir jetzt schon ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich schaue meinen Zügen sehr gerne zu, deswegen, ja, weiß nicht, ob das Video dann den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu lang ist. Ich genieße es, die Züge fahren zu sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Steigerwald-M-Banner.